Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft hier auf meinem Kanal. Ja, ihr seht, das kann so nicht weitergehen hier, das dauert viel zu lange. Ich habe jetzt knapp 10 Minuten gewartet und das funktioniert immer noch nicht. Das heißt, wir müssen uns nochmal was anderes überlegen. So, hier waren ja die ganzen Generatoren. Aber die meisten sind wahrscheinlich zu teuer oder benötigen halt so welche Sachen hier, ne? Gasverbrennungsgenerator, Biogenerator. Die braucht man auch die für und da brauchen wir auch Energie für. Tja. Da bleibt uns jetzt noch der Biogenerator übrig. Wobei wir dafür natürlich auch so ein Ding hier brauchen, so eins und Biomasse. Ja, okay, Biomasse ist jetzt... Wir brauchen auch einen Zerstoßer für. Ach Gott. Ja, dann müssen wir wohl noch ein Hitzegenerator-Dings bauen. So, jetzt aber. Das war ja mit 2 Kupfer, 1 Osmium, 3 Eisen, 2 Holz. Und einem Ofen. Upsa. So, gut, dass wir noch mal ein paar mehr Lava-Eimer mit hochgenommen haben. So, was verbrennt der hier eigentlich? Ja, das ist, glaube ich, noch ein bisschen zu hoch für uns. So, gut, dann haben wir jetzt noch mal einen hier. Das dauert sonst echt zu lange. Das kann ich euch ja nicht zumuten hier. Ansonsten müssten wir halt nochmal jetzt was anderes machen, bis wir da die Energie voll haben. Man könnte jetzt zum Beispiel... Ja, eigentlich kann man nur noch von hier einen machen. Da kommt man aber nicht mehr dran. Deswegen würde ich sagen, dass wir den wegmachen. Den wegmachen. Dass wir die kurz einsammeln. So, jetzt kommt man nämlich von unten dran. So, jetzt machen wir hier zu. Da, genau. Jetzt kommt man von unten nämlich dran. Und hier können wir jetzt noch den letzten Generator hinstellen. Ja, das wird so leider nicht funktionieren. Ja, wie setzen wir den jetzt dahin? Vielleicht doch von unten? So, und dann... Warte mal, ich habe noch so eine Idee hier. Jetzt müssen wir da einen Block hinsetzen. Achso, höher kommen wir hier gar nicht mehr. Ah, es war auch falsch. So. Ich hoffe, das hat geklappt. Wir brauchen unbedingt Sand. Wir können ja sonst eine Tour machen und Sand holen. So. Der kann auch wieder weg. Der kann weg. Kommt jetzt was hin. Das ist natürlich nicht mehr so schön hier. Und jetzt brauchen wir einen Lava-Eimer. So. Ja, der produziert jetzt was. So, und jetzt müssen wir hier nochmal gucken. Oh ja, das geht auf jeden Fall schon mal nochmal ein Stück schneller. Okay. Ist jetzt natürlich nicht mehr schön. Das gebe ich ja zu. Aber es erfüllt seinen Zweck. Und wenn das fertig ist, dann bauen wir das natürlich auch alles zurück und machen das schön. Wir können ja schon mal einen Raum vorbereiten, wo wir das machen können. So, dafür räumen wir aber erstmal unser Inventar auf. Packen unsere Sachen einmal zusammen. Das heißt, die kommen da rein. Das kommt so zusammen. Das können wir hier in der Ecke lassen. So, das kommt nochmal dahin. Dann brauchen wir auf jeden Fall Kies. Stein, da können wir auf jeden Fall nochmal 2 Stacks durchbraten.
Kiesstein, Spitzhacke, Axt und Schaufel. Ja, ansonsten glaube ich, bräuchten wir noch Holz vielleicht. Ich habe noch keine richtigen Vorstellungen, was ich gerne haben würde. Man könnte natürlich auch was Schönes aus Sandstein machen. Und aus Ton würde ich eigentlich auch gerne was machen. Aber wir haben jetzt nicht mehr so viele Öfen hier. Das heißt, wir machen erstmal Stein und Stein. Eins der Kohle. So. Stein, Stein, genau. Dann packen wir jetzt erstmal den Ton wieder zurück. Haben wir ja da. Die Kohle natürlich auch. So. Dann räumen wir das hier einmal auf. Jo, und dann würde ich sagen, gehen wir einmal schlafen und dann können wir ja nochmal anfangen, hier uns vielleicht ein kleines Häuschen zu bauen. So, okay. Ich hatte überlegt, dass wir vielleicht nochmal ein, also ein vernünftiges Haus, das ist jetzt nur unsere, eigentlich ist es ja nur eine Übergangshöhle, dass wir unser vernünftiges Haus, kurz gucken, ob hier irgendwie ein Creeper ist oder so. Nee. Dass wir das vielleicht da so hinbauen oder da so. Ja, oder halt hier, ne? Wobei, da ist eigentlich schon gar nicht so schlecht der Platz. Aber das würde ich gerne abreißen eigentlich, weil das gefällt mir einfach nicht. Das ist auch einfach zu klein, ne? Oder wir lassen das als unser Haus und bauen unsere Techniksachen in das Loch von der Quarry. Das geht natürlich auch, ne? Dass wir das... Ah, da brennt gerade noch jemand. Dass wir das natürlich hier hinpacken können. Hier ist ja noch ein kleines Löchlein. Mit ein paar Steinlein drin. Gott, oh Gott, oh Gott, haben wir viel Stein. Da habe ich jetzt ja gar nicht mehr dran gedacht. Tja, das könnte man natürlich auch machen. Das könnte man natürlich auch machen. Vielleicht können wir ja für oben Bruchstein nehmen. Also auf der Höhe. So. Dass wir das hier mit Bruchstein zumachen, da drüber machen wir dann Gemisch aus Stein und Kies. Also ein Kiesweg. Vielleicht wollen wir dann mal einen Kiesweg rüberbauen. Da müssen wir hier nicht immer so rumhampeln. So wie wir es jetzt gerade machen. Und falls wir mal nicht dran denken, fallen wir auch nicht gleich runter. Ich glaube, das könnte ganz praktisch sein. So, das geht ja eigentlich aber auch recht schnell hier. Wir müssen ja sowieso warten. Ich hoffe mal, dass es jetzt noch im gleichen Schrank hier ist. So. Also genug haben wir, glaube ich. So. Hier nochmal. Und hier. So, das hält man nämlich dann schon mal zu. Die kann man dann hier natürlich noch wegnehmen. Hier fällt man dann ja eher nicht mehr runter. So. Oh, das war so nicht geplant. Geht aber trotzdem. Ah, ich dachte, es wäre noch Eisen. So, dann hätten wir hier nämlich nochmal einen sicheren Treppenaufgang. So können wir nicht auch ein bisschen Bruchstein hier loswerden. Upsala. Also Bruchstein sollten wir auf jeden Fall genug haben. Das wird hier natürlich außen nochmal verschönert und alles noch besser gemacht. Aber jetzt erstmal soll es ja nur dafür sein, dass wir unsere Maschinen hier hinstellen können. So, der kommt hier nochmal weg. Hier kommt dann nämlich
die Etage hin. Und zwar auf dieser Höhe würde ich vorschlagen. So. Auf dieser Höhe, genau. Hier kommen dann die Sachen nochmal so unter. Dass mir die dann nicht runterfällt. Weil da hätte ich auch nicht mehr Bock drauf, hier runterzufallen, zu sterben, wieder runterzulaufen, die ganzen Sachen zu holen. So, und dann machen wir hier noch zu. So, hier einmal rauf. Natürlich nicht mal ran. So. Genau. Dass wir das hier auch noch zumachen. So dann ungefähr. Ach guck mal, jetzt können wir hier nämlich nochmal lang gehen. So, und da sind die schon wieder alle hier, die Steine. Und dann kann man den Boden, also den Hauptboden, kann man dann aus Sandstein machen. Das hält das Ganze ein bisschen auf, würde ich sagen. So, hier nochmal zumachen. Das hält das Ganze ein bisschen auf. Jetzt brauchen wir erstmal ein paar Fackeln. Hier und da vielleicht. Oh, hier wäre jetzt schon fast runtergefallen. So, und dann werden wir das hier nochmal zubauen. Allerdings nur den Rand, weil jetzt habe ich hier schon fast anderen Stein gesetzt. Hier wollte ich jetzt ja Sandstein machen. Kann man daraus denn irgendwie noch was sparen so? Da bekommt man dann Sand raus. Slabs können wir machen. Ich würde auch sagen, dass wir Slabs machen, weil dann verbrauchen wir nicht so viel Sandstein. Denn das ist ja auch recht selten bei uns vertreten. So, guck mal, dann machen wir nämlich aus 1 Stack, machen wir 2. Müssen es nicht eigentlich 3 sein? Naja. Und was kann man aus denen machen? Ich habe gerade neue Rezepte hier. Achso. So. Okay, genau, dann machen wir das hier nämlich mit Sandstein. Das ist ein bisschen heller. Und das kann man dann natürlich auch mit verschiedenen Höhen hier machen, also dass man zum Beispiel das auch zweietagig mal macht. Nee, da wollte ich jetzt ja nicht. Genau, da außenrum soll nämlich Bruchstein. Und es muss natürlich auf der obersten Ebene hier, damit man hier vernünftig bauen kann. So, der kommt hier natürlich auch nicht richtig hin, so. Denn so, die sind, glaube ich, weg. Traue ich jetzt nicht hinterher. So. Ja, dann brauchen wir nochmal eine Fackel. Und Bruchstein außenrum. Ja, und also unser normaler Bruchstein wäre jetzt, glaube ich, schon alle. Das ist jetzt ja ein Stack Slabs gewesen. Glaube ich. So, hier nochmal. Hier nochmal eine Fackel setzen. Und eine haben wir noch. So. Hier nochmal. Da. Jetzt ist natürlich auch schon um einiges einfacher hier. So. Ach, wir haben ja noch 62. Vielleicht kann man hier auch was Schönes mit Glowstone machen. Damit man das ein bisschen heller kriegt dann. Okay. Ja, aber das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Würde ich sagen. Haben wir hier nicht vielleicht irgendwie Diorit oder sowas? Ja, guck mal hier. Diorit haben wir hier. Nochmal Diorit. Guck mal, dann können wir das nämlich mit Diorit zumachen. So. Dann können wir das doch nämlich hier auch wieder verwerten. Und das ist nicht umsonst so. Aber ich finde, das hat uns schon mal einen ganz guten Start hier geboten. Haben wir noch mal ein bisschen? Nee. So, ein bisschen noch. Dann ist es nämlich ein bisschen unauffälliger hier. Ja, komm, nehmen wir halt den Rest mit Andesit hier. Bei 10 werden da wahrscheinlich nicht reichen. Naja.
Diorit. Hier haben wir noch was. Sehr schön. Die Steinart brauchen wir ja sowieso nicht. Und falls wir jetzt mal einen Weg hier machen wollen, ist da unter dann nämlich kein Loch, sondern halt Bruchstein. Diorit, genau. So, ja. Ich werde mich jetzt mal auf dem Nachhauseweg bringen. Also begeben. Und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder dabei, wenn es wieder heißt, wir spielen hier zusammen Minecraft. Bis zum nächsten Mal. Euer Jan.